oder so nicht hast. Ja. Das ist halt nur so ein Freund, der macht halt einen guten Sinn. Und dann ist es eigentlich basically immer besser. Also, wir gehen in Game 1. Damit geht's in Game 1. Und auf FD. Okay. Stimmt, es gibt viele Dienste, das muss ich. Ente mag das zum Beispiel sehr gerne. Ja, ich bin kein Fan der Kriegsplattform, aber. Ja, die Minecraft ist. Ja, das stimmt. Ja, das können wir hier sein, ja. Ich habe noch ein schönes Deepfake gesehen, aber man weiß ich ja mal dorthin, wenn wir nochmal kommen. Und machen wir hier mit dem F-Smash. Aufstehen. Oh ja, also da hast du viel für uns da. Ich bin auch so gut. Nimmt die Offstage mit dem richtig schönen Catch hier, ja. Steve, und holt dann mit dem Zock. Mhm. Ach, da war es schon, wo der Video nicht wurde. Interessant, weil das ist ein Best-of-Style. True. Ja, aber... Ja, true. Gerade mit dem Charakter hat er jetzt relativ funny Basis, würde ich sagen. Auch wenn du Rage basiert, dann müssen wir nicht gucken, dass du das hast, dann die deine Tricks, die du noch hast. Okay. Ja, das ist ein bisschen. Aber kriegst du nicht mehr als Call. Oh, das killt. Sehr patient. Ja, das stimmt. Aber da kann man das Team eigentlich ganz gut machen. Also es ist eigentlich schon valid als nächstes, zum Beispiel oder nicht zum Beispiel. Aber es hat in dem Sinne Situation keine Hälfte zu sein. Oh, das reicht schon aus. Und, auch beim Zuschauen muss ich sagen, ich bin immer wieder verwirrt über die Box. Nee. Das ist schon unglaublich. Ja, es ist schon DLC, aber. Ja, aber ich muss sagen, also wenn ich gegen Parameter spiele und ich merke, der Spieler ist auf einem Level, wie ich auch bin, dann umso länger man spielt, umso besser komme ich irgendwie drauf klar. Also es ist ein Charakter, wo. Da kann man nicht so viel überraschen. Genau, du, wenn du weißt, was kommt eigentlich. Gibst, genau. Dann kann man sich gut drauf einstellen, finde ich eigentlich. 3, 2, 1, go! Das ist für mich auch eine der größten Stärken, dass er eben definitiv ein ja, die meisten da haben eben nicht so krass. Wieder weg. Gut bewertet, aber auf jeden Fall. Kyra hat diesen Scare-Faktor so. True, ja. Das ist ein bisschen wieder. Ja, also die Side-Bee stoppt hier.
Ist halt auch gut gegen Böcke, weil gerade durch die Bird, was Robo jetzt noch ziemlich viel hat, sehr easy. Ja, auch mit dem Ball. Oh, ja. Das kommt einfach durch. Ja, da. Hat einfach nicht mit jetzt. Ja. Ja, das ist schwierig. Ich glaube, ein bisschen arbeiten. Genau, genau. Ich kann auf jeden Fall noch ein bisschen mehr schauen, dass er weniger Finishing Actions geht und mehr einfach dafür. Das geht auch. Ja, mit mehr Vermerz geht. Aber man sieht auch gerade aus, als wäre er relativ safe. Also spielt gerade relativ safe. Genau. Ja. Ja. Okay, der Grab. Gute Antwort. Rote sogar das 8er bald killt von Steve gegen Prime Mythos. Okay, dann gut. Okay, gute Prozente. Okay, okay. Okay, dann kommt die Welt, ja. Ja, man braucht eigentlich eine Wand, halt eigentlich gleich hätte man nicht so Geld. Also Steve also ist das schon hart aus dem Winter halt. Diamond jetzt braucht. Ich wollte das auch sein. 32 Liter Schaden. Okay, aber er lässt ihn erstmal relativ safe zurückkommen. Ja. Das ist eben was, wo Steve halt direkt irgendwie sofort raus muss, wenn er merkt, ey, das ist über Steve. Ah, immer noch. Okay. So. Aber der Strobo hier auf seinem Last Dock steht nicht ganz genau. Das ist Last Dock. Meiner zwei. Ach, beides ist Last Dock. Okay, dann ist er jetzt noch möglich. Aber er darf halt nicht gerettet werden. Das ist ein No-Hit-Game, basically. Für beide. Das müsste reichen, 160. Oh, Canyon. Das ist auch ein bisschen. Vielleicht fehlt er. Zu Stale. Ja, zu Stale. Maybe fehlt auch ein bisschen Rage dann. Oh ja, das. Okay, geht für den Graf. Vielleicht müssen wir die Panik. Oh. Ja, das reicht auch. Okay. 2-0, ja. Gut, ich lasse mich erstmal. Yes. Ja, das ist stabil vom Mana hier. Ja, also er spielt es wirklich gut runter. Scheint auch Experience zu haben. Ja, ich glaube, die haben auch schon ein bisschen gespielt vorher. Und ich habe auch schon ein bisschen gegen Mana gespielt. Aber heute, ne? Ich meine aber, er hat... Schuld, dass die... Nee, ich glaube, heute haben wir nicht gespielt. Ich habe aber einmal ganz lange Mana gespielt, glaube ich. Ja, wie man sieht, der Grand lohnt sich halt. Ja, auf jeden Fall. 100%. Ja, ich bin mir auch ganz sicher, was Strobo hier gerade besser machen kann, aber es gibt auf jeden Fall einiges, was auch mir nicht auffällt. Okay, der Parry war schon eigentlich ein ganz guter Start. Der muss auf jeden Fall besser an dieses auf jeden Fall.
nicht so war. Ja, ja. Das ist echt ein Problem. Was auf jeden Fall. Ja. In dem Fall kriegt er halt. Er kriegt nirgendwo Mai jetzt, ist ein bisschen das Problem. Jetzt wird auch echt so ein bisschen überrannt hier. Mana noch auf 0%. Und dann der Neutral Air Sweet Spot. Krass, ey. Ja. Also noch sieht's wirklich nicht gut aus. Man darf nicht vergessen, dass Steve natürlich auch mit ein, zwei Kombos das zurückholen kann, theoretisch. Ja, das stimmt. Und ich glaube, auch wenn Schwobe jetzt nicht jemand ist, der total krass irgendwie sich nicht beliebt dann irgendwie mehr, aber ich glaube schon, dass auch bei ihm ist jetzt gerade nicht wirklich gut anfühlt, kann man sagen. Ja. Er spielt auch nicht so clean irgendwie. Also ich habe ihn jetzt vorher, wo ich zugeschaut habe, hat er wirklich selten Combo gedroppt und jetzt droppt er fast alles so ein bisschen. Also er kriegt schon Damage raus, aber im Vergleich verglichen mit dem, was er kriegen könnte, ist es irgendwie ein bisschen seltsam. Wir sind demotiviert vielleicht, ne? Ja. Ja. Ah, es fehlt ihm gerade ein bisschen Opus. Tötet was. Und Mana, also ist patient so und er holt sich hier wirklich basically jedes Aufnehmen. Ja. Ich glaube im Endeffekt, was man machen soll in dem Fall ist dann halt, du musst halt wirklich gucken, dass du den Jump catchst, was nicht immer möglich ist, aber gerade wenn, dann schon mal ganz gut, dass man im Neutral einfach sagt, okay, hier, ich hab Tools, ich hab Range als Steve, ich kann schon contesten auch wenn es ein bisschen favored für Aegis ist, aber es ist trotzdem da so, es ist nicht so, als hätte er gar keine Option, aber das kriegt Schrubbe hier noch nicht ganz hin. Ja. Gerade jetzt kann er auf jeden Fall für den Left Shop gehen. Aber er bleibt halt lieber zurück im Mind. Oh, okay. Reed geht auch. Reed geht immer. Ja, aber mit der Stelle greift es auch. Ja, okay. Aber er hat trotzdem Diamond so. Also es ist schon. Es ist noch möglich. Ja. Bisschen gucken, dass er hier Counter-Dab ja. Er hat halt ein paar Hits reingekriegt und dann. Genau. Ja, also das haben wir jetzt auch echt oft gesehen, dass beide Side-Bs, also beide Side-B benutzen und dann gewinnt halt immer Aegis. Ja. Ein bisschen mehr, auf jeden Fall eine gute Menge. Okay, er baut hier schön ein paar Blöcke. Okay. Einfach ein bisschen. Ja, genau, absolut. Ja, er hat es mal schön gepunished. Aber. Er choked leider mit einem Jab, ist ein bisschen schade. Das hätte auf jeden Fall ein safe Kill sein können. Okay, aber das finde ich jetzt schon mal gut, ne? Er spielt sehr defensiv, er geht wieder schön auf Blöcke, lässt sich wieder leider hier Side-by-Side catchen, aber. Jetzt auch wieder auf den Blöcke. Genau, jetzt Upper könnte er nicht. Nee. Ich glaub, der nächste. Ja. Ja. Absolut. Ach, Fort, der sollte jetzt auch werden. Das geht eigentlich alles. Ja, das reicht auf jeden Fall. Okay. Ja, es ist, sieht besser aus. Ja, ich hoffe auf jeden Fall. Der Gameplan ist schon mal, ich würde noch nicht sagen stabil, aber es zeigen sich so kleine Risse. Ja, man sieht die steigende Tendenz auf jeden Fall jetzt bei ihm.
kommt natürlich der Stage-Counter. Ja. Aber ich fand, man hat auch gerade in den letzten hier Minuten, Sekunden gesehen, dass Mana auch dann wiederum ein bisschen weniger, also weniger aggressive gespielt hat, gleiche Defensiver mehr für Safe Areas gegangen ist, als mit Grab oder Side-Approaching zum Beispiel. Also müssen wir gucken, wie die Situation wird. Also es bleibt spannend. Also es ist ein schönes Game, zu viel zu gucken. Das hat man in den ersten zwei Games nicht gedacht, aber jetzt hier hat es noch ein bisschen gewendet. Schön. Ja. Und da beschwert sich Schwob auf jeden Fall auch nicht. Ja, genau. Okay. Bounty ist auf jeden Fall eine gute Option. Das haben wir hier übrigens mit Frame Drops. Ich hoffe, das ist nicht im Stream auch so. Genau. Yeah. Okay, jetzt hat er hier einen schönen Aufsatz gekriegt. Gehe ich wieder für die Nushibi. Und Schrobo hat da echt viel Respekt vor. Ich meine, ich verstehe es natürlich. Er ist ja ein paar Mal gestorben. Oh Gott. Oh, die Coverage. Das ist heftig. Aber vielleicht hat er noch ein bisschen zu viel Respekt. Ja. Oder würdest du sagen, es ist wirklich so safe? Es ist tatsächlich safe. Also du hast kaum Endgame. Naja. Aber da hat er das Timing halt von der Get-Up-Option. Oh, gut gewartet. Ja. Ja, meiner hier auch ein bisschen scared gewesen an der Stelle. Jetzt ist hier aber eine Chance. Ja, Flash Trap? Okay. Oh. Okay. Sieht eigentlich ganz gut aus. Ja. Was mir auch aufgefallen ist, Mana weiß wirklich ganz genau, wann Schrobe schildert. Also er hat super viele Grabs gekriegt, auch hier jetzt schon wieder. Es scheint so ein bisschen so ein Habit von Schrobe zu sein, in manchen Situations zu shielden. Und Mana hat das so sehr gut erkannt. Ja, das reicht auf jeden Fall. No Tech. Und wir sehen hier ein Kopfschütteln von Mana. Ja. Direkt aber wieder konzentriert. Mhm. Das ist hier nicht das Momentum. Das okay. Oh, es kommt tatsächlich durch. Er hat natürlich sehr fortschnitt und dann kriegt Schrobo hier auch guten Damage rein. Ganz anderes Game hier. Ja. Hat schönes Momentum jetzt aufgebaut. Kein Jump. Hier das Setup auf jeden Fall. Das war schon. Bis hier lieber den Ende. Ja. Okay, hier geht er immer noch für Minecart. Obwohl es, glaube ich, dann bisher noch nicht einmal funktioniert hat gegen die Side B. Ja. Okay, jetzt. Bitte wieder gesidebeat. Mana hat hier seinen Controller gefunden. Ja. Der ist wieder stabil dabei. Er braucht jetzt wirklich ein Area, dann hat er es schon geholt. Was ich auch noch nicht sehe, ich weiß nicht, vielleicht ist es nicht besonders gut gegen Aegis, aber Grounded Uppy von Steve. Ich finde, damit kann man sich in manchen Situationen gut wieder ein bisschen Sage Control zurückholen. Ja, aber er hat nicht gegen Sidebeat. Ah ja, genau. Also nicht auf keinen Fall gegen Sidebeam, aber gerade wenn du merkst, so die Aegis ist ein bisschen mehr in der Luft, dass du dann das vermutlich relativ safe, da sich wieder safe nimmt. Ja. Wird hier von Minecraft gehittet tatsächlich auch? Ja. Okay, das könnte ein Flash-Trap werden. Oh, krass! Das war mutig. Was da hätte auch passieren können, ist, dass die Aegis hier mit der Api auf dem Anvil landet und dann beide runtergehen. Ah, okay. Das kommt ein bisschen auf an. Also, ich glaube, in dem Fall hätte dann Schrobo halt tacken müssen, ne? Weil der Anvil geht halt runter und dann wird er so gegen die Wand genockt. Und eigentlich stirbt Aegis. Aber es ist trotzdem risky natürlich. Okay, also wir haben jetzt die Game 5 tatsächlich. Ja. Harte Momentum-Switch durch den Anvil. Das war auch sehr mutig, muss ich sagen, dass er den Anvil da gemacht hat. Da hätte ich mich also echt nicht getraut. Ja, genau. Da musst du riskieren. Und jetzt haben wir plötzlich Game 5. Ja. Und der hat auch. Ja. Und der hat. Also, Schrobo hat auch viel mehr Confidence, als wir jetzt in den ersten zwei Games gesehen haben. Wenn du aus plötzlich 2-0, 2 auf 2-0. Ja. Da bleibt auch dieses Grundgefühl dann bei beiden Spielern so, okay, man hat ja mein Gefühl, wer gerade so ein bisschen das Game geholt hat, so, und das macht auch was aus, einfach. Ja. Oh, er hat hier gutes Nuschel gerade gespielt. Sein Adventure ist wirklich schön ausgespielt gerade. Ja. Das stimmt.
Aber immerhin Positioning. Ich glaube, das ist auch mit gegen Aegis, finde ich, echt belassen, wenn du ja, so bist, Disadvantage bist oder halt kein Sage Special hast, weil die Aerials halt so groß sind. Das reicht, schöner Callout, ja. Der war sauber. Okay, Spobo hier direkt wieder hinter seine Wände. Und ich meine, es ist, genau. Hier sieht man jetzt auch, wo Plattformen für Steve teilweise sehr gut sein können, weil das ja, Camping einfacher geht. Auf jeden Fall ein Kill. Ja, das ist wahr. Ja. Bisschen gechoked. Okay, Spobo holt sich hier weiterhin. Gut, gute Mileage, muss man sagen. Ja, ja. Ja, krass. Und das Bett noch schon mal das läuft gut, Herr Ja. Ist Happy, macht halt echt viel aus, oder? Allein schon die Möglichkeit, dass das Pyra Sidebeam machen kann, ist, dass sie schon ein bisschen so ganz wenig clever. Das sieht man gerade hier auch ganz gut. Ja. Genau. Okay, der. Kann er einfach Sidebeam threaten, und wenn er es dann nicht macht, kann er meinen, kann er nicht meinen. Und wenn er anfängt zu meinen, dann kann er halt schämen. Ja, das stimmt. Aber jetzt. Ja, er geht wieder auf Mitte und wir wissen nicht. Okay. Das hätte ein Kill sein können. Oh, okay, aber er holt sich noch den Reed damit. Stark. 1-1, ja, ja. Das. Oh, das könnte Big Damage sein. Ja. Relativ strong. Das ist ein gutes Setup. Es gibt eine Option? Ja, okay. Das war nicht die richtige. Und er hat es geschafft. Er hat das eigentlich das Richtige. Ich wollte schon schreien, aber. Ja. Let's go, Steve! Sehr schönes 3-0 Comeback hier von Stobo. Das war wirklich sauber gespielt. Und wir müssen uns wirklich gleich mal erkundigen, warum Mana eigentlich auf Pyra bleibt. Ja, das ist eine Frage. Aber ich weiß nicht, ob er jetzt ein Interview haben möchte.